Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sind mittlerweile schon in Hels Festung angekommen, hier im Helheim. Ja, ihre Festung wird hier so genannt im Spiel, sonst ist es ja eigentlich das ganze Totenreich. Ja, danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge, Leute. Ich habe da den Drachen Nitoq endlich besiegt. Und ja, was das ausmacht, wenn man einfach mal das Spiel doch mal ein bisschen ruhen lässt, wie ich das ja getan hatte. Einfach mal wieder auf andere Gedanken kommen, dann ganz in Ruhe nochmal die ersten drei Gebiete durchspielen und schon, zack, kann man den Drachen plätten. Hat mir echt gut getan, kleine Pause einzulegen. Ich hoffe, euch hat es auch nicht so gestört. Es gab ja immerhin andere Videos jetzt zu sehen. Immer gibt es ja was zu sehen auf meinem Kanal jeden Tag. Hier sehen wir wieder die Hauptstadt der Zwerge. Und jetzt machen wir hier erstmal weiter und gucken mal, wie weit wir kommen in diesem Durchlauf. Also, schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück hier zum Let's Play. So, müsste doch eigentlich wieder ein neuer Teleporter da sein. Aber hier ist ein... Da komme ich her. Da komme ich her. Was wurde denn jetzt hier geöffnet? Habe ich eine Tür übersehen? Gibt es hier noch eine? Einen Durchgang? Hier. Hier. Ja, hier ist ja auch so ein Runendurchgang. Torbogen. Okay. So. Nächstes. Was gab es da noch? Fähigkeitenverbesserung jetzt, ne? Ja. Mal gucken, ob ich den Händler noch finde. Alter, jede Zone sieht hier anders aus. Das ist alles noch in der Festung drin. Die hat verschiedene Jahreszeiten in ihren Festungsräumen. Das ist Luxus. Ah, ist noch voll. Lebenspunkte gab es hier bisher aber noch nicht. Also keine Hirsche, wo ich jetzt meine Lebenspunkte wieder aufladen kann hier in Helheim. 200 Meter zum Händler, 35 Meter zur Rune. Ah, okay, hier gibt's Gegner. Die stehen ganz schön weit verteilt gerade. Reicht der Headshot-Schaden? Ja. Ruhig auch mal ein so wegschießen. Ist gerade schwer zu sehen. Steht der mit dem Gesicht zu mir? Ja, ne? Ja, der hat die Axt auf dem Rücken. Der guckt hier in meine Richtung. Ah, da kommt noch jemand. Seine Augen leuchten. Ein Katzenmensch. Ah, der sich hier so hinstellt. Ah, guck mal, meucheln kann ich den nicht. Headshot aber schon. Um ihn komplett zu töten, halt, ne? Das ist ärgerlich. Man kann ja aber auch in diesem Roguelite-DLC seinen Schleichschaden mit Fähigkeiten nicht so besonders pushen. Aber wenn man den hier trotzdem schnell genug umhaut, kriegen die anderen das nicht mit. Aber der Timer fängt jetzt halt an zu laufen. Oh, er hat aber gute Laune. Ja, wir einfach noch... Wollt ihr mich veräppeln? Haltet so viele Lebenspunkte. Nein! Schaden machen sie auch noch. Der hier wollte ich erstmal wegmachen. Giftbombe. Und stampfen. Nein, der steht wieder. Jetzt ist er weg. So, welche Rune holen wir uns denn jetzt hier mal? Irgendwas noch mit Feuer vielleicht? Schwerer Schaden wird nach jedem leichten Treffer erhöht. Gar nicht so schlecht bei meiner Kombo gerade, weil mein schwerer Schlussangriff die Giftwolke verursacht. Schockwelle. Kette mehrere schwere Schläge aneinander, um bei voller Aufladung eine Schockwelle auszulösen. Ja, hintereinander schweren... Oh, das ist aber... Schockschaden ist auch gut für Mjölnir. Schockschaden und Schockeffektivität. Ich glaube, das hilft ja auch bei meinem Hammer. Das nehme ich mit. Das ist doch eine Falle. Ja, echt? Das stinkt nach Falle. Das riecht nach Ärger. Oh, hier ist ein Händler. Da kriegen wir eine neue Waffe. Und der Händler ist irgendwie voll im Boden drin, ey. In der Schlucht. Da oben. Soll ich da jetzt hochklettern oder in ein nächstes Gebiet gehen? Der Aufbau hier ist noch sehr verwirrend. Man kann hier hochklettern, aber doch nicht so hoch, dass da der Händler ist. 43 Meter. Ich meine, der steht ja nicht hier oben auf dem Übergang drauf.
Pfeile mit. Ich habe nur die nächste Tür noch nicht gefunden. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Ich will auch nicht durchs Gift durchlaufen. Ich bin ja von da hinten gekommen. Es müsste doch hier weitergehen, ne? Hier durch diese Tür. Ich bin jetzt in Heels Küche gelandet, oder was? Vorratskiste. Nichts zum Mitnehmen, leider. Da ist der Händler. Moin. Ich brauch mal ein Schnäppchen. Ich brauch mal Leben, weil hier stehen keine Hirsche rum. Lass uns über das Geschäft sprechen. Keine Hirschstatuen, um mal mein Leben aufzuladen. Ich glaube, das ist das Erste, was ich jetzt mache. 300, dann kann ich mir schon danach kaum was leisten, aber ohne Leben. Keine Competition. So, was haben wir denn hier? Angriff wird nach einem Benommenheitsabschluss erhöht. Mhm. Als Schild natürlich. Sturmangriff Muspels auf Stufe 3 gleich. Nice. Eispfeil. Ja, auch ganz nett. Die Runen hier sind nice, glaube ich. Gefrorene Gegner nehmen mehr Schaden. Das ist für meinen Angriff, meinen Sprungangriff geil. Aber alles zu teuer. Ein brennendes Ziel zu töten, lässt Zeugen im Angst zurückweichen, ist nichts für mich. Effektivität von Feuer, Gift, Frost und Schockschaden. Das ist ja mal eine Hammerrune, ey. Alle Elemente gehen einfach hoch. Und ich habe gerade Gift und Feuer dabei. Das wäre ein richtig schönes Ding. Aber ich kann mir nichts mehr leisten hier. Ich muss da alles für meine Lebenspunkte opfern. Und der hat mich nicht mal voll geheilt. Das ist belastend. Wird man nicht mehr hier der volle Lebensbalken geschenkt. Okay, jetzt sind wir hier. Was gibt's als nächstes im nächsten Raum? Ist das jetzt hier zur Waffe oder was? Es sieht so weit aus. Ah, hier ist noch eine Fähigkeit. Fähigkeitenverbesserung. Ah, ich weiß nicht. Fähigkeitenverbesserung brauche ich eigentlich nicht. Erinnerung ist aber auch nicht so. Nur der Feuerpfeil. Dann nehme ich die Erinnerung mit. Oh! Lass mich doch mal. Wow. Schöner Schockschaden, aber. Ich glaube, die Rune ballert da auch schon für den verbesserten Schockschaden. Nee, dann lieber hier. Ah, da hat er geblockt. Fiese Sau. Oh, ein Foto machen. Dachtest du, ne? Ach! Er ist geschockt. Und er ist tot. Oh, noch einer. Scheiße, der hat mich. Alter, der macht Schaden. Oh, blockt er meinen Abschluss. Also ich hoffe, dass ich vor dem Boss in dieser Zone hier noch irgendwo meine Lebenspunkte aufladen kann. Ganz, wenn es geht. Und nicht nur so halb. Bosskämpfe mit nicht volles Leben will ich nicht bestreiten. Ich muss da weiter, ne? Ja. Muss gar nicht hier rauf. Okay, hier unten in der Höhle könnte aber dieser andere Händler noch irgendwo sein. Wenn ich jetzt hier mitten im Berg drin bin. Sieht nice aus. Das hier sieht nicht mehr so gut aus, das Ding. Aber hier aus dem Pferd können wir noch locker Lasagne machen. Nächster Raum. Gib mir eine Hirschstatue. Irgendwas zum Heilen muss doch mal sein. Ohne, dass man das kaufen muss. Der Kerker. Soll sein Sohn nicht im Kerker drin sein? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich
entferne mich immer mehr von diesem Händler. Okay, was haben wir denn hier? Wieder so ein Statue-Dingens. Als Belohnung kriegen wir eine Rune. Es geht scheinbar irgendwie so einmal so rum, bis wir dann vielleicht in die Hauptfestung kommen. Ich war hier noch nie. Für mich ist das gerade alles noch neu. So, wir haben Schockwelle. Wieder das gleiche, okay. Geschockte Gegner lösen eine Kettenreaktion zu drei Gegnern in der Nähe aus. Das ist auch nice für Mjölnir. Kopfschussschaden, ja, das ist egal. Wow, wie die da alle zu dritt sofort mit dem Speer ankommen. Komm, du bist geschockt. Ja, genau. Baller mal ordentlich. Alter, das knallt aber auch. Die Blitze machen richtig Bäm, Junge. Okay, der ist wild. Foto machen. Der hat wieder geblitzt. Gift. Okay, ich glaube, das Gift und die Blitze, die ballern die gerade richtig weg. Willst du? Kriegst du. Hä? Ist der... Habe ich den böse angeguckt gerade? Und dann ist er tot? Tut mir leid. Der böse Blick, den habe ich immer noch drauf. Das war Zoolander-Style. Bereiche oben unten machen mich ein bisschen verrückt. Eine ziellose Zukunft. Udre. Ich fürchte, die verrückte Seherin hatte recht. Und dieses Schloss ist tatsächlich verflucht. Dieser Nächte oder Tage, wenn ich wach höre, stimmen. Mhm. Er weiß nicht mal mehr, wo er ist. Tag oder Nacht? Keine Ahnung. Hier ist der nächste Raum auf jeden Fall. Ich habe immer noch keine Heilung. Außer die, die ich mir selber kaufen musste. Das kann doch nicht die ganze Zeit so sein. Sonst war das eine immer fair aufgebaut, dass es immer mal einen Hirsch oder sowas gab. Ich wiederhole mich. Oh, jetzt sieht es aber böse aus. Okay. Nicht mehr so frostig. Der Schmelzofen. Okay, da stehen viele. Gibt es eine Waffe? Ich kann mich hier nicht mal richtig ranschleichen, weil die stehen da alle. Ich muss von hier frontal auf die zu. Ich habe kein Adrenalin, um jetzt mal eine Falle da reinzubollern in die Menge, ey, und auch keinen Sprung. Das ist natürlich als Ausgangssituation nicht so gut. Okay, das Schockschaden ist jetzt gegen die normalen Gegner, aber mega geil, ey. Die sind nicht geschockt. Der hat noch den anderen tot geschockt. Nee, da steht noch jemand. Wieder Lebenspunkte verloren. Was haben wir denn hier? Das sind Schilde, zwei, oder? Stuttkjüld. Bringe Gegner in der Nähe nach dem Parieren ins Taumeln. Das ist auch ein Schild. Wenn du parierst, erschaffst du einen Feuerring um dich herum. Warum denn alles? Hier, ne? Schilde. Sollte ich mal den Bogen hier austauschen gegen meinen? Damit ich mehr Pfeile habe? Tempo wird durch Schwachpunkttreffer vorübergehend erhöht. Leichter Bogen. Aber ich kann dann halt viel mehr von diesen Brandbomben schießen, weil ich dann nicht immer auf diese Pfeile angewiesen bin. Hm. Oder ich nehme lieber Münzen mit, falls ich mich... Na, Heilung habe ich ja schon gekauft. Kann man ja immer nur so einmal. Aber diesen Bogen hier
gegen den legendären Bogen austauschen? Schild bin ich einfach nicht so der Fan. Aber das hier mit dem Feuerring bei meinem Feuerschaden gar nicht so schlecht wäre. Ich fühle mich aber immer so schwer mit Schild. Aber komm, den Dolch habe ich auch noch nie benutzt. Also machen wir mal. Es ist sogar auf Maximum, das Schild. Sieht ganz cool aus. Okay. Machen wir es einfach mal. Ich habe jetzt nichts dadurch verloren oder so. Außer meine Lebenspunkte beim Kampf. Seht ihr noch was? Können ja auch so, wenn hier irgendwie so eine kleine, eine Lebenspflanze oder irgendwas mal hinstellen. So. Okay. Nächster Raum. Bisher ziemlich lang hier das Gebiet. Guck mal, man kommt automatisch zum Händler. Den muss man gar nicht wirklich suchen, den Weg. Okay, wenn du jetzt keine Lebenspunkte dabei hast, ne, dann bin ich echt enttäuscht. Ich bin ein Gast. Selbstverständlich, sonst wärst du nicht hier. Die Frage ist, was du mir mitgebracht hast. Ich bin ein armer Gast, ohne Geschenk. Du bist neu hier, also lasse ich dir das durchgehen. Wer zum Schloss gelangt, ist üblicherweise auf dem Weg an wertvolle Gegenstände gekommen. Und du sammelst sie? Ich verkaufe sie. Hehl mag keine Staubfänger und ich werde für meine Mühen entlohnt. Kann ich dich vielleicht für etwas begeistern? Ja. Das ist Hehls Haus, Hausmeier. Es wäre mir eine Ehre, deine Waren anzusehen. Ja, zeig mal her. Okay, die Waffe hatte ein anderer Händler auch schon dabei. Dann haben wir hier Schmutz. Okay, was haben wir hier? 50% Feuer, Gift, Frost und Schockschaden. Den würde ich gern haben, aber der hat auch keine Heilung dabei, ne? Der hat hier nur Schriftrolle mit Erinnerung. Ich hol mir das Ding. Die schöne Rune hier. Nochmal mehr Feuer, mehr Gift, mehr Frost. Alles, was ich habe. Alles. Vernichtende Elemente. So. Das hole ich mir nicht. Davon hole ich mir nichts. Gebe die Sachen hier eigentlich nochmal aus. Kriegen wir noch ein paar Erinnerungen für den Fall, dass ich draufgehen sollte. So. Volles Programm. Dankeschön. Ah, das nervt mich mit meinen Lebenspunkten. Das ist voll gemein. Hier haben wir den nächsten Teleporter. Und ich muss weiter. Ist doch wirklich hart, wenn sie keine Möglichkeit mehr geben, sich zu heilen. Wirklich hart. Bin ich oben? Der Wurzelthron. Oh, 37 Meter, das ist der Bosskampf. Und wirklich keine Heilung. Hä, hier ist noch eine Waffenverbesserung? Da war ich noch nicht. Aber hier ist das... Hier ist, ne? Okay. Hehls Thron. Die kloppen mich doch mit meinen halben Lebenspunkten. Du bist überaus hartnäckig, Harvey. Wo ist Balder? Und so zielstrebig. Sag, was hältst du von meinem Heim? Ähnelt es deinen frühen Erinnerungen an diesen Ort? Merkwürdig. Ich kann mich nicht erinnern, wie es hier war. Und doch scheint es mir seltsam vertraut. All das ist nicht von Belang. Wo ist mein Sohn? Wo ist Balder? Er ist tot und für dich unerreichbar. Was ist nötig, damit du das endlich einsiehst? Nicht weniger, als es aus Balders eigenem Mund zu hören. Ich kenne dich besser, als du denkst. Selbst sein Wort wäre nicht genug. Bring mich zu Balder oder mach dich bereit zu kämpfen. Was glaubst du, was ich getan habe?
Sie hatten Varg. Oh nein, die kämpft jetzt zu zweit. Das ist fies. Gerade weil diese Köter auch so schnell sind. Ich habe wenig Leben und ich kenne nichts, was sie so macht. Kannst du mal stehen bleiben, ey? Keine Lust, dass der Hund mich anfällt, wenn ich gegen sie gehe. Und umgekehrt genauso. Alter. Krieg nicht mal Adrenalin aufgeladen. Nein. Ja, komm schon. Er hat nicht viel. Er hält nichts aus, ey. Blödes Kadavervieh. So, jetzt... Alter. Jo. Ich kann ihre Kombos nicht so richtig unterbrechen. Ich krieg auch keine anständige... Nein, nicht erwache! Komm. Warum kann ich jetzt nicht schnell mal den Hund hier? Der ist tot schon, oder? Ja. Ah, dieses blöde Ding schwebt in der Luft und ich kann einfach dagegen laufen. Krieg sie doch! Wieso verliert sie kein Leben? Ich muss zuerst den Hund töten, oder? Hab ich sie? Ich hab den Hund. Scheiße. Oh komm, was passiert jetzt? Gibt noch eine Phase? War ja so klar. Garm! Mächtigster unter den Hunden! Gib mir deinen Huger! Und ich krieg kein neues Leben. Ja, genau. Tanzen wir jetzt also, oder was? Ey, sorry, aber mit halbes Leben überhaupt anzufangen, wenn man die noch nicht kennt, ist halt auch nicht so nett vom Spiel. Okay. Das bleibt hier noch nicht mal stehen. Ja, wohin denn, ey? Genau. Ey. Ein Treffer jetzt noch und ich bin down, ne? Was machst du? Was? Und das war's. Jawohl. Da können wir jetzt nochmal alles nochmal machen. Und auch nochmal den Drachen und alles. Bis hierhin, um hierhin wieder zu kommen. Ja. Es gibt in ganz Helheim eine Möglichkeit, sich zu heilen beim Händler, wo du das einmal kaufen kannst. Und sonst sind die Gebiete nichts mehr da, wo du dann vielleicht mal vor dem Bosskampf nochmal deine Lebenspunkte aufladen kannst. Die wollen auch echt nicht, dass man so durchkommt, ne? So, Lieblingsgast. Heels Hausmeier erlaubt dir aus jedem Raum des Schlosses Zutritt zu Heels Lager. Das ist aber gut. Das habe ich jetzt dauerhafter gefallen. Vielleicht, weil ich von ihm was gekauft habe. Das könnte mir beim nächsten Durchlauf vielleicht helfen. Dann habe ich hier Putz der Todessprecher. Das neue Rüstungsset, was ich vom Drachen gekriegt habe. Angriffe von hinten oder Seite erhöhen kritische Chance vorübergehend. Bringt mir jetzt hier nicht so viel.
Und dann das hier noch. Erhalte 25% mehr Münzen und Erinnerungen. Heilungseffekte werden um 50% verringert. Ja, das ist ja richtig kacke. Wolfskrieger. Geschossumkehr, Sprintangriff, Schlachtfeldgeschoss, Schrecken. Ja, das ist ja richtig scheiße, wenn da noch die Heilung nochmal verringert wird. Werde ich nicht anziehen. Also die erste Phase bei Heal... Nach dem Vorspiel hatte ich mehr erwartet. Die ist easy. Ich teile deine Enttäuschung. Kannst du sprechen? Seit letztem Mal ist Heal stärker geworden. Ich brauche nur einen Augenblick, um durchzuatmen. Warst du bei ihr? Habt ihr gekämpft? War es ruhmreich? Es war eine Herausforderung. Doch nun, da ich Heal und ihren Hund besser einschätzen kann, wird es ein leichtes. Ihren Hund? Nein, mein Gatte, du darfst nicht zurückkehren. Ich fürchte, Niflheim hat uns in einen Wahn getrieben, der schlimmer wird, je länger wir verweilen. Freya, ich kann jetzt nicht aufhören. Ich bin so weit gekommen. Und was hat es dir gebracht? Du warst bei Heal und bist doch nicht näher an Balder. Aber ich weiß, dass er dort ist. Ich habe ihn gesehen. Die Vision, von der du sprachst? Das war keine Vision, sondern eine Erinnerung. Mein Gedächtnis ist nun klarer. Ich sah ihn so deutlich wie dich jetzt. Er saß auf einem Thron. Wenn ich mehr zu erkennen versuche, schwindet das Bild, als würde sich ein dichter Schleier darüber legen. Könnte dies ein Trugbild sein? Die Wirkung von Heals Zauberkunst? Nein. Eher ist es ein Teil einer größeren Wahrheit. Einer Wahrheit, die jemand vor uns verbergen will. Ich habe Balder einmal verloren und mag ein Narr sein, dem Schicksal zu trotzen. Jedoch will mir jemand sein Andenken rauben, und das kann ich nicht zulassen. Ich stelle deinen Entschluss nicht in Frage, doch ich muss mich zurückziehen. Die Kräfte, die aus jenem Reich dringen, setzen mir zu stark zu. Ich lege es dir nicht als Schwäche aus. Kehre nach Asgard zurück. Lass Tyr wissen, dass ich ihm danke. Doch dass mein Vertrauen dir gilt. Viel Glück, mein Gatte. Ich hoffe, deine Mühen bringen dir ein wenig Frieden. Ich glaube nicht. Gut, Leute, dann werde ich erstmal hier wieder leveln und gucken, was ich noch eine Rüstung verbessere. Werde mich dann im nächsten Video wieder bei euch melden. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt noch nicht, ob das Video schon morgen kommt, weil ich ja jetzt, wie gesagt, wieder von vorne anfangen muss. Und das dauert halt auch wieder seine Zeit, dass ich die ganzen Gebiete wieder durchspielen muss und wieder dahin zu kommen. Leuchtet das hier nicht? Ist das hier neu? Ja. Das haben wir mal geleuchtet. Also, ich will auf jeden Fall Heal noch besiegen. Jetzt habe ich sie mal halt gesehen. Also, das war halt fies, wie gesagt. Hälfte Lebensbalken, dann geht der Kampf los. Ich kenne die noch nicht, ich weiß noch nicht, was da passiert. Die erste Phase ging eigentlich, wenn man den Hund ausgeschaltet hat, hält sie nicht so viel aus. Die zweite Phase war halt dann das Problem. Ohne Hund zwar, aber da sind ihre Angriffe ziemlich heftig und dann hatte ich halt keine Lebenspunkte mehr. Beim nächsten Mal wird es vielleicht besser. Vielleicht probiere ich auch mal eine andere Waffe aus. Ja, der Hammer Mjölnir ist schon ganz gut,
Aber ich glaube, da gibt es auch noch andere gute Waffen. Vielleicht auch mal irgendwie wieder was mit einer größeren Reichweite oder Geschwindigkeit oder sowas. Das hat mir eben beim Hund, hat man das gemerkt, wie schnell er ausgewichen ist und ich ihn einfach nicht erwischt habe. Erstens, weil der Hammer so kurz ist und der Hund halt auch so schnell. Ne? Vielleicht da mal was anderes ausprobieren. Den Drachen weiß ich ja jetzt, dass der mit Feuer echt ganz gut zu besiegen ist. Und als nächstes vielleicht einen anständigen Jagdbogen mitnehmen, nicht den Raubtierbogen, einfach um mehr Pfeile zu haben. Mal gucken. Ich werde es nochmal versuchen. Also, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem heute Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Und euch hat es gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.